Moin hier vom zweiten Tag bei Rad am Ring am Nürburgring. Ja, wir stehen jetzt direkt hier im Kiesbett neben dem Dorinthotel kurz vorm Ziel, wo dann die ein oder anderen Formel 1 oder Rallye-Fahrer dann hineinfahren. Und auf der Strecke sind wieder vermehrt Fahrradfahrer. Über der Nacht waren es ein bisschen weniger. Natürlich wurde auch geschlafen, ein bisschen Kräfte sammeln. Aber jetzt hat sich wieder etwas gefüllt, um nochmal die letzten Rundenzeiten, die letzten Platzierungen nochmal zu verbessern. Und wir haben mal mit dem Manager vom Dorinthotel gesprochen. Aus unserer Sicht ist es eine sensationelle Veranstaltung, ist mal eine ruhige Veranstaltung, ist nicht ganz so laut auf der Strecke. Fazit kann ich sagen, wir freuen uns jetzt schon aufs nächste Jahr und denken, dass wir auch mit dem Dorinth wieder mit einem Team dabei sein werden. Also wir begleiten ja, wir sind im Team selber integriert mit unseren Mitarbeitern, wir fahren selber mit, weil wir gerade für den Zweck, für den hier gefahren wird bei Dr. Tom & Friends, das wollen wir gerne unterstützen, das tun wir mit allem, was wir können, was wir geben können. Ja, soweit vom Dorinthotel und bei mir sind jetzt noch zwei fleißige Fahrerinnen. Du fährst gleich sogar noch. Wie oft bist du schon gefahren? Das wird die dritte Runde jetzt für uns beide und zweimal sind wir gefahren und jetzt dritte Runde noch mit drei Fahrerinnen und dann ist Ende. Ein kurzes Fazit zu 2014 Rad am Ring. Ja, super Veranstaltung, war super organisiert. Wir fahren hier fürs Doc Tom Team, das ist wirklich ganz klasse und wir sind auf jeden Fall nächstes Jahr wieder dabei und es hält uns am Training und wir haben ein tolles Team und toller Teamgeist und ja, wirklich super sportlich. Wunderbar, dann noch viel Spaß beim Schlussspurt. Ja, und wir schauen uns noch ein paar Impressionen von Rad am Ring an. Ja, und wir sind jetzt hier an der Zielgeraden. Ja, 24 Stunden Rad am Ring am Nürburgring sind jetzt vorbei. Es ist ungefähr eine Stunde läuft das Rennen noch und die letzten Wechsel werden jetzt hier noch getätigt, um noch eine gute Platzierung, um noch eine gute Zeit rauszuschlagen. Ja, was kann man sagen über Rad am Ring 2014? Das Wetter hat sehr, sehr gut mitgespielt. Es war wieder gut gefüllt auf den Strecken. Die Nacht ist auch relativ gut verlaufen und alle waren wieder mit viel Fleiß und Eifer dabei, um wirklich die besten Platzierungen rauszuholen. Ja, Dr. Tom & Friends war natürlich auch wieder dabei und wir schauen dann noch, was bei diesem Charity-Projekt rausgesprungen ist. Das war's hier von Rad am Ring 2014 und wir freuen uns schon auf nächstes Jahr.